Oh mein Gott, Leute, in dem heutigen Video werde ich euch alle neuen Infos zu dem geheimen Kanal geben. Und hier ist ein neues Video dazugekommen, das werden wir uns auch mal ganz kurz gemeinsam anschauen. Es gibt neue Infos aus dem Brawl Talk, die bisher noch komplett unbekannt waren. Wir haben hier die zwei Souvenirverkäuferinnen und die geheime Identität von Colette wurde geleakt. Zur Feier der neuen Brawl Stars Season verlose ich jeden Tag im September eine 25 Euro iTunes oder Google Play Karte. Trage dazu einfach Creator Code Clash Games bei dir im Shop ein, kaufe dir eine Sache mit Juwelen, zum Beispiel Münzen, und markiere mich in deiner Instagram Story. Ich wünsche dir viel Glück. Jo Leute! Was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja Mann, wie ihr es am Pre-Intro schon gehört habt, heute wird es wieder wild. Die letzte Theorienfolge ist jetzt schon ein kleines bisschen länger her und es gibt mal wieder ein fettes Update bzw. fette neue Infos, die jetzt in der Zwischenzeit wieder rausgekommen sind. Also schneid euch an! Ihr wisst es, mich würde sehr freuen, wenn ihr diese Theorie-Videos weitersehen wollt, wenn ihr einfach mal einen fetten Daumen nach oben hier auf diesem Video dalassen würdet. Lasst es einfach mal probieren, hier die 7777 Daumen nach oben zu erreichen. Lukas und ich haben einen Community-Discord mit über 50.000 Mitgliedern. Und du willst mir jetzt weismachen, dass du noch kein Mitglied bist und dass du noch nicht dem Community-Discord gejoint bist? Ja, dann wird's mal schleunig Zeit. Komm jetzt auf den Dernita-Discord. Einfach über discord.gg/dernita reinjoinen. Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich kann dir eine Sache sagen, es lohnt sich. Nicht nur kannst du Lukas und mich dort antreffen. Nein, es gibt auch mega nice Community-Projekte, sei es im Livestream oder auch mal offstream. Also schau doch einfach mal vorbei. Abonniert gerne kostenlos den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go! So Leute, ich würde sagen, wir fangen an mit der neuesten Sache, die Brawl Stars gepostet hat. Und zwar haben sie Folgendes hochgeladen. Ich lasse es einmal ganz kurz hier für euch durchlaufen. So, Freunde, das ist die ganze Animation gewesen. Also, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal ganz genau an, was wir hier erkennen können. Die ersten auffälligen Sachen, die wir sehen können, ist das hier unten links versteckt in der Ecke. Das seht ihr jetzt hier ungefähr. Dort haben wir den gleichen Hut, den ich zugesendet bekommen habe. Und zwar den hier. Ja moin, man sieht den einfach nicht. Das ist derselbe Hut, den auch die Leute in dem Starpark tragen, zum Beispiel die Verkäuferin im Souvenirladen. Auch eine Sache, die sehr auffällig ist, die auch meiner Meinung nach hier ins Auge stechen soll, ist tatsächlich die Max-Flasche, die wir auch kurz vor dem Update bzw. kurz vor dem Brawl Talk in dem geheimen Livestream sehen konnten. Dann haben wir natürlich noch sämtliche andere Teile von Brawlern hier auf dem Schreibtisch rumstehen, denn wir wissen ja, die gute Colette sammelt gerne Brawler-Teile. Ihr habt ja vielleicht gestern auch mal Mythos gesehen. Die Theorie ist ja auch, dass Colette sich einen geheimen neuen Brawler hier zusammenbaut. Und zwar sehen wir unter anderem was von Sprout, dann von Rico, von Spike, von Genie, von Leon. Also sämtliche Brawler-Sachen finden wir hier auch wieder. Ansonsten ist an der Animation jetzt nicht so viel Besonderes. Was mir noch auffällt, ist, dass das Ganze vermutlich irgendwie in einem sehr dunklen Raum ist, denn wir haben hier außerdem Monitorlicht, kein anderes Licht, was hier Colette auch anstrahlt. Hat für mich so ein bisschen was Stalker-mäßiges und das ist ja auch. Und das Licht erinnert auch ein bisschen an den geheimen Brawl Stars Livestream und an das Flackern, was man hier auf der rechten Seite auch in dem Livestream immer noch sieht. Kommen wir zu der nächsten Sache, die sehr interessant ist. Und zwar könnt ihr euch ja vielleicht noch an die Internetseite starpark.biz erinnern. Die habe ich ja auch vorgestellt. Und hier ist tatsächlich etwas Neues in der Galerie hinzugekommen. Und das hören wir uns auch mal ganz kurz an. Das ist auch sehr, sehr gruselig, muss ich sagen. Und zwar ist das hier ein altes Tape, eine andere Welt. Also das ist der Name dieses Tapes und das ist der Starpark-Theme-Song. Let's go.
Was hier sehr auffällt, hier wird gesungen, ein Platz, den du nie wieder verlassen möchtest. Und dann wird ganz oft das Wort verlassen, verlassen, verlassen wiederholt. Das ist auch wieder der nächste Hinweis, dass in diesem Part nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Dann gibt es auch natürlich wieder ein Update zu dem geheimen Brawl Stars YouTube-Kanal, der jetzt nach dem Update bzw. kurz vor dem Update entstanden ist. Und das ist jetzt die neue Kommunikationsplattform, vermutlich von Gale. Und hier ist ein neues Video dazugekommen, das werden wir uns auch noch ganz kurz gemeinsam anschauen. Falls ihr wissen wollt, was in den letzten Videos abging, dann schaut euch gerne meine letzte Folge hier zu diesem Kanal an, beziehungsweise das letzte Theorienvideo. Hier seht ihr das Thumbnail von dem Video. Schaut also einfach gerne auf meinem Kanal vorbei. Das folgende Video hat wieder einen Morsecode als Titel und dieser Titel lautet Maske. Das Ganze könnte vielleicht eine Anspielung sein auf den neuen maskierten Spike-Skin, der jetzt heute rausgekommen ist, 5 Tage danach. Übrigens, Leute, wenn ihr euch etwas im Shop kaufen wollt, Game Creator Code Clash Games, aktuell läuft immer noch ein 25 Euro iTunes oder Google Play Karten Gewinnspiel. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt auch mal ganz kurz hier den Spike Skin, damit wir ihn jetzt auch hier in unserer Kollektion haben. Und in der Beschreibung des Videos steht Let Once und rückwärts heißt es Snow Tell. Das Ganze ist vermutlich eine Anspielung auf Mr. P, denn ihr wisst es ja, Mr. P hat auch ein Hotel, beziehungsweise er leitet ein Hotel und Gale ist dort der Mitarbeiter. Und von Gale wurde der geheime Livestream betrieben und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das Video komplett gemeinsam an. Oh mein Gott, Alter. WTF. Also, wir hören in dem ganzen Video Fußstapfen bzw. jemanden im Schnee laufen. Deswegen auch Snow Hotel, eine Anspielung auf ein Hotel im Schnee im Nordpol. Ihr wisst es, Mr. P ist ein Pinguin. Pinguin am Nordpol, da ist Schnee und Mr. P läuft da durch. Und hier wird jetzt auch etwas am Rand eingeblendet. Und zwar, hier steht, er ist die Verbindung. Und am Ende hören wir, wie Mr. P immer dichter rankommt. Und dann am Ende hören wir noch den Mr. P Sound. Alter. Doch warum kommt jetzt Mr. P ins Spiel, fragt ihr euch. Mr. P ist nicht der, für den er sich ausgibt. Das hier ist der Standard Mr. P Skin. Und hier auf der Rückseite sehen wir einen Reißverschluss. Das heißt, Mr. P trägt nur ein Kostüm. Der gute Clay Claim hat am Anfang des Jahres hierzu bereits mal ein Video gemacht und eine Theorie aufgestellt. Ich habe da auch ein Video zu gemacht zu der damaligen Zeit. Aber um das Ganze mal wieder in Bewusstsein zu bringen, zeige ich euch heute, was seine Theorie war, wer sich unter Mr. P's Kostüm versteckt. Mr. P ist a secret agent tasked by the boss robot to infiltrate and undermine the brawler community. It would be very easy for one of the bigger robot minions to hide under a penguin costume. This would explain why his star power spawns robo drones. It even says so in the introduction. And oh mein Gott, ihr habt es gerade gehört. Unter Mr. P's Maske befindet sich angeblich ein böser Bossroboter. Denn wie wir es ja auch schon wissen, spawnt Mr. P kleine Roboterhelfer. Doch warum kann er das? Vermutlich, weil er ein Roboter ist. Doch das ist nicht die einzige Identität, die wir heute hops nehmen werden.
Ja, das Ganze ist nur eine Theorie, aber es haben sich in der Vergangenheit schon einige meiner Theorien bestätigt. Passt mal auf. Der neue Brawler Colette ist noch nicht sehr lange draußen. Noch nicht mal eine Woche. Und es gibt jetzt schon eine krasse Info, die sehr vielen nicht aufgefallen ist. Achtet jetzt bitte, wenn ich Colette auswähle, nur auf ihre Augen. Let's go. Also, jetzt am Ende sehen wir, Colette blinzelt sehr, sehr, sehr komisch. Ebenfalls haben wir am Anfang in ihren Augen ganz kurz gesehen, dass sie so eine Art Funkeln hat. Dieses Funkeln wurde jetzt tatsächlich ja auch, was wir letztes Mal schon festgestellt hatten, bei Jessie hinzugefügt. Wo finden wir dieses Blinzeln mit den Augen auch wieder? Und zwar gibt es die eine Stelle im Brawl Talk, die wir auch schon mal angesprochen haben, wo wir auch dieses komische Blinzeln wiederfinden. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Wir haben hier die zwei Souvenirverkäuferinnen und diese junge Dame hier blinzelt den Morsecode Gefahr. Und auch Colette ist der einzige Brawler, der so merkwürdig blinzelt. Man muss aber sagen, dass Colette hier tatsächlich nicht das gleiche blinzelt wie die Souvenirverkäuferin aus dem Brawl Talk. Aber sie blinzelt auch sehr, sehr ähnlich. Und wir wissen, dass Colette eine Souvenir-Mitarbeiterin ist. Genauso wie die beiden hier. Das heißt, die Vermutung ist sehr nah, dass diese arme Souvenir-Mitarbeiterin einfach in Brawl Stars reingepackt wurde als Brawler. Und dass Colette eigentlich die Souvenir-Mitarbeiterin aus dem Brawl Talk ist. Ja, Freunde, das Ganze wieder eine sehr, sehr krasse Behauptung, aber es ist nur eine Behauptung. Es ist nur eine Theorie. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob das Ganze für euch Sinn ergibt, was eure Meinung dazu ist. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge hier gefallen hat. Wir sehen uns im morgigen Brawl Stars Video wieder um 14 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Bis dann, Leute, und ciao. Ciao.